Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Totem von Kavdash anzunehmen bei Gefangener Kurvenai in Nagrand an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr jederzeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Diese Quest gibt es erst zu sehen, beziehungsweise der Gefangene hat erst es auszuverzeichnen, wenn ihr diese zwei Mobs getötet habt, die neben ihm stehen. Davor hat er kein Ausrufezeichen und es ist nicht zu erkennen, dass er eine Quest hat. Ich weiß nicht, ob es eine Vorquest gibt. Falls ihr eine kennt, bitte in die Kommentare posten. Also nur falls ihr wollt. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber auch in Basic lässig funktionieren. Ihr habt es gesehen, sobald ich die Quest angenommen habe, sind gleich zwei Mobs hineingelaufen kommen. Und natürlich gibt es auch auf dem weiteren Weg Gegner zu bekämpfen. Ihr könntet jetzt weiter zuschauen, da seht ihr, wo ihr entlangläuft, und die Mobs im Voraus töten. Eventuell hilft es euch das, alleine die Quest zu schaffen. Sollte die Quest in BC Classic anders sein als hier gezeigt, bitte in die Kommentare posten, beziehungsweise ihr dürft euch in den Kommentaren beschweren. Oder aber live auf Twitch, Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Ich bin Samstag und Sonntag ab 6 Uhr morgens auf Twitch unterwegs und Dienstag und Donnerstag ab ca. 17.15 Uhr. Also dürft gerne vorbeischauen. Auch wenn ihr euch nicht beschweren wollt, einfach mal so. Nun darf man diesen Gefangenen Kurvenai begleiten. Und mal schauen, wohin uns die Reise führt. Bin gespannt. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Dürft gerne vorbeischauen, abonnieren, liken, wie auch immer. Auf der Seite poste ich das Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Also erwartet da bitte, wow, drei Gegner auf einmal. Erwartet auf der Facebook-Seite keine großen Events oder sowas. Dafür ist die Seite nicht gedacht. So, was ist jetzt? Voraus ist die Straße nach Delar. Nein? Es sei denn, er meint mit abbiegen. Wäre ich hier schneller gegangen. Aber gut. So, und wie lange muss man ihn begleiten? Mal gespannt. Okay. Quest ist bereit zur Abgabe. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen, begebe mich zum Abgabe-NPC und sobald ich in der Nähe bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist und wie ich dahin gekommen bin. Also nicht wegschalten, bis gleich. Gleich bin ich angekommen. Man darf nun durch dieses Gebäude laufen, in Delar. So. Quest ist abzugeben bei Avichon in Nagrand an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. In der Beschreibung gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke, Ende.